Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Resident Evil 4. Ich entschuldige mich auch jetzt nochmal fürs Husten, falls ich husten muss. Ich bin immer noch in der Vorproduktion, es ist immer noch vor Weihnachten. Ich glaube, heute ist der 20. oder sowas. Ja. Gut. Einfach nur zu eurer Info. Nehmt es mir nicht böse. Was haben wir hier? Eine Blendgranate. Oh, jetzt wird's aber. Jetzt wird es schwierig. Wahrscheinlich so. Ja. Die Munition haben wir eh genug. Also wir haben, ja, wir haben genug. Aufgrund des Schwierigkeitsgrades natürlich auch. Aber ist halt so. Ja. Hallo? Aha, was ist hier los? Ich kann den Schlüssel hier. Kann ich auch den? Nein. Wir benutzen ihn direkt. Jeder Schatz, den wir kriegen, ist ein guter Schatz. Naja, ein gelber Diamant. Ja, es ist okay. Unser Ziel, glaube ich. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Okay. Ashley heißt sie, glaube ich, ne? Ich höre es gerumpeln. Ich höre es hier rumpeln. Ein Störenfried von außer ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche ein und wartet auf. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf unseren Befehl. Oder deren Befehl Befehl auf jeden Fall. Verschließt die Kirche und versteckt Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Okay, die Reparatur wird sich des Törichten, die Kreatur, allerdings annehmen. Oh, fuck you. Der See. Hoffentlich wartet er. Was wollte er sagen? Hoffentlich wartet er. Er steht doch da. Nicht wieder irgendeine Überraschung. Ja. Hoffentlich wartet da nicht eine Überraschung. Runterspringen. So. Okay. Ah. Ach so. Dann machen wir mal Shortcut auf, ne? ich will nochmal eben gucken, wie viel Geld wir haben. Ob wir nochmal zum Händler können, müssen, sollten, wollen. 8000 Peseten zu verkaufen hätten wir jetzt so nichts. Ein, zwei Schätze. Wie viel von diesen. Kann ich gar nicht sehen. Doch. Hier. Warte mal, der war nicht weit weg, oder? Na gut. Komm, gehen wir nochmal eben hin. Nur mal eben. Ne, machen wir nächstes Mal. Komm, wir machen es nächstes Mal. Okay, so, wir sollen zum See. Lago. Wir erinnern uns immer noch an den großen Kopf, den wir gesehen haben, ne? Komm mal runter. Oh. Kann ich von hier aus? Ja. Aha, warte mal. Ja, das lobe ich mir. So möchte ich das haben. Oh, jetzt haben wir noch mehr angelockt hier. Okay, wir lassen die mal hierher kommen. Das war ein Doppel-Hit. Meinen Bolzen noch mal probieren, aber ja. Okay, irgendwas hat sich da gerade verwandelt. Creepy.
Die Geräusche. Au! Es nervt ein bisschen, dass wir nicht ausweichen können. Okay. Nachladen. Oben. Okay, 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 okay. Oh, Schießpulver, was sollen wir mit dem Scheiß? Okay. Hier ist noch ein Bolzen drin. Okay, hier vermute ich eine Schlange. Shit, wir können ihn nicht mitnehmen. Ja. Schlitz! Achso, der ist schon tot. Oh, sorry. Oh. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Die brauchen wir. Oh mein Gott. Wir wurden doch getroffen, ne? Ja, wir können ein Ei. Das bringt uns aber auch nicht viel. Benutzen. Blindenmuni vielleicht nochmal auffüllen. Hat auch direkt wieder den Platz voll gemacht. Scheiße, Leute. Vielleicht die Bolzenpistole doch weg, aber nee, die ist schon gut. Ich hoffe, dass die Viper da jetzt liegen bleibt. Wir müssen sie irgendwie mitnehmen. Okay, wir können sie jetzt mitnehmen, dann würde ich... Wir müssen einmal direkt zurück. Wenn wir es können, die Viper da abliefern. Achso, das war... Ja. Ist jetzt natürlich doof gelaufen. Ah, Mann, ey, wir müssen irgendwas verkaufen oder... Ablegen, das ist kacke. Ich weiß nicht, welche Waffe wir ablegen können. Bolzen-Ding ist schon gut. Vielleicht das Scharfschützengewehr. Erstmal. Ich bin mir echt unsicher. Vielleicht mache ich gleich nochmal einen Cut und überlege nochmal in Ruhe. Vielleicht können wir auch eine Erweiterung kaufen für den scheiß Koffer. Gute Arbeit. Wofür kann ich dich begeistern? Nein, leider nicht. Scheiße. Das ist, was ich derzeit habe. Seidenkristall, eleganten Haarschmuck. Ich kaufe die Viper auch. Gut gemacht, Fremder. 1000. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Wäre das da kommen, jederzeit wieder. Okay. Erste Hilfespray vielleicht nochmal rein. Jetzt können wir nur Sachen herstellen. Das Messer haben wir noch nicht. Wir können auch Bolzen herstellen. Gut, wir machen es jetzt so. Ich weiß es nicht, Leute. Bei der nächsten Koffererweiterung sind wir schlauer. Ich meine, irgendwann werden wir vielleicht das Sniper nicht mehr brauchen oder so. Müssen wir mal sehen. Okay, gleich stellen wir erstmal Bolzen her. Ja. Gucken wir mal. So, Tür auf. Also mit dem Küchenmesser, der hat ja ein Messer liegen lassen, das nehmen wir mit. Stellen Bolzen her, weißt du, wie hoch die stacken, das wird schon passen irgendwie. Ist alles nachgeladen, ja. Okay. So, die eine Viper haben wir abgeliefert, das Messer ist nicht mehr da. Und es war so klar. Wir da jetzt rüber. Ja,
Danke. Also fällt die in mich rein quasi. So, ran da und zack. Okay, und warte mal, wo sind meine Bolzen hin? Sind die mit der alten runtergefallen? Ja, das wäre jetzt aber mies. Na, dann komm doch wenigstens hierher, wenn du Stress willst, Mann. Okay, ja, gut, dann sind die Bolzen jetzt halt weg. Wo ist er denn? So. Okay, das ist geil. Dann können wir hier rein? Ich freue mich nicht dafür, dass er tot ist. Nein, natürlich nicht. Noch eine Handgranate, okay? Wir werden sie brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher. Bei dem, was uns noch erwartet. Was ist hier? Irgendein Diamant oder so? Oder ein Rubin? Ist hier noch was? Wo ist denn jetzt hingefallen? Das wäre jetzt die nächste Frage eigentlich. Okay. Hier runter. Zack. Hab hier Säten rein, ja. Okay, der ist, glaube ich, ganz runtergefallen, ne? Ja. Okay, hier können wir was in die Luft sprengen. Aber hier kommt niemand. Doch, da kommt jemand. Ja, die holen wir uns hierher. Von oben auch, klar. Komm doch ein bisschen näher, bitte. Er ist da oben. Dann gehen wir mal hoch. Er ist gerade runtergesprungen, ja geil. Ja, ist doch aber gut. Dann komm mal her. Da sind wir ja schmerzbefreit. Sorry. Zitterst. Okay. So, das mit der Haltbarkeit vom Messer war schon eine gute Idee. So, hier haben wir auch Munition gespart, indem wir einfach die Tonne in die Luft gejagt haben. War sehr gut. So. Wie kommen wir da runter? Wir kommen, glaube ich, automatisch da runter, ne? Können wir jemanden anlocken hier? Ne. Okay, okay. Schade eigentlich. Ich würde die so gerne nutzen. Hier geht gar nichts. Kommen wir wirklich da runter? Ich will nochmal gucken gehen. Nicht, dass wir irgendwas irgendwie irgendwo verpassen. Nee, hier kommen wir nicht anders runter. Okay, wir müssen durch die Höhle da durch oder was auch immer das hier alles ist. Okay. So. Was ist das? Ach du Heilig, ich weiß, was jetzt. Ich möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Nächste Folge geht's rund, Leute. Also, nächsten Medaillons. Ja. Ich habe da was angelockt, glaube ich. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Tschüss.